Ah, 1.3. Da es im Baumarkt nur Holzstäbe mit der Länge von 100 cm gibt, beschließt Pia, für die Diagonale AC diese Länge zu verwenden. Die Diagonale BD bleibt unverändert. Kreuzen Sie an, um wie viel Prozent sich der Flächeninhalt dadurch verringert. Ja, entweder man kann hier eine simple Prozentrechnung durchführen oder man kann sich es auch überlegen. Gehen wir mal auf die Überlegung. Der ursprüngliche Flächeninhalt war ja 0,5 mal E mal F. Die ursprüngliche Länge von AC war auf 150 und die andere Länge verändert sich ja nicht, die war 79 cm. Das war der ursprüngliche Drache. So, mit dem neuen Holzstab hat es ja 0,5 mal 100 mal 79 cm. So, man sieht im Prinzip sofort, alles, was sich verändert, spielt sich in dem Bereich ab, nämlich aus den 150 werden nur noch 100. So, jetzt muss man überlegen, wie viel ist es denn weniger? Ja? Hier steht ja, um wie viel sich der Flächeninhalt verringert, nicht wie viel noch übrig bleibt. Man kann sich das jetzt zum Beispiel so überlegen. Wer stark im Bruchrechnen ist, kann zum Beispiel sagen, 100 ist ja nichts anderes als 2 Drittel von 150. Ja, wenn ich 150 durch 3 teile und dann mit 2 multipliziere, bekomme ich wieder 100 raus. Das ist genau die Größe, also noch 2 Drittel übrig, also ist ein Drittel verschwunden. Und damit wäre die richtige Antwort 33%. Man kann es vielleicht auch so schreiben, 150 ist nichts anderes als 3 mal 50, 100 wäre nichts anderes als 2 mal 50 und dann sieht man auch, einer von dreien ist verloren gegangen. Ja, also ein 50er ist verloren gegangen von insgesamt 3 Stück und das sind auch 33%. Ja, also so kommt man ein bisschen drauf, wenn man ein bisschen überlegt. Ansonsten kann man auch den Flächeninhalt vom ersten, hat man schon ausgerechnet in der vorherigen Aufgabe, den Flächeninhalt vom zweiten kann man ja sehr schnell ausrechnen. Hier steht die Formel, hier hinten dann den Flächeninhalt berechnen und dann eine einfache Prozentaufgabe durchführen. Dann kommt man auch auf die 33%.